Moin Moin zu Gerrits Tagebuch. Es hat ein paar Monate länger gedauert diesmal. Ich habe mir gedacht, es ist mal an der Zeit, über ein Thema zu reden, was wir seit einem Jahr im stillen Kämmerchen betreiben und euch immer so ein bisschen vorenthalten haben. Und zwar, mein persönlicher großer Traum ist eine Formel-1-Strecke. Und da wir nach dem Italien-Abschnitt, der irgendwann mal fertig sein wird, wann auch immer, Monaco bauen werden, bietet sich ja irgendwie an Monaco ganz interessante Formel-1-Strecke, ob wir es nicht schaffen können, dort die Formel 1 zu integrieren. Angefangen vor über einem Jahr, war uns eigentlich ziemlich klar, die Autos müssen schnell sein und langsam. Das ist immer eine Herausforderung. Auf jeden Fall war ziemlich schnell ja die Idee, das geht nur mit einer einzigen Möglichkeit, mit Magnetfeldern. So, Transrapid angeguckt. Ich weiß noch, wie wir versucht haben, aus China da dieses Modell zu bekommen. Mhm. Und wo wir kurz der Hoffnung waren, dass das klappen könnte. Aber Transrapid ist eigentlich nur ein X-Antrieb. Das heißt, es fährt irgendwie Schienen- oder Magnetfeld unterstützt auf einer Spur in eine Richtung. Und was wäre Formel 1 ohne Überholmanöver? Und dann kam tatsächlich diese sehr unscheinbare Platine raus. Ja. Ordentlich schwer. Und die erste Frage war, ist das jetzt tatsächlich 12 cm Formel 1 Strecke und mehr nicht? Da das zu grob war und dann bei langsamen Geschwindigkeiten auch die Regelung nicht dazu geführt hat, dass es gleichmäßige Bewegung kam, sind wir sogar noch weiter gegangen und haben das feiner gemacht. Ja. Was an Aufwand da natürlich gerade geringer ist. Nee, man sieht tatsächlich, das hier wäre ein Stück Straße. Und darunter sind unzählige Magnetspulen. Jede Magnetspule hat einen eigenen Controller. Das Auto fuhr hier mit ungefähr umgerechneten 300 Stundenkilometer tatsächlich lang. Das hat funktioniert, nur das Langsamfahren nicht. Man muss sich das vorstellen, das Langsamfahren ging dann so ein bisschen eher so. Das heißt, da jeweils, wo dann eine Spule gerade unter dem Magneten war, war beim Langsamfahren doch irgendwie Zuckelungen zu bemerken. Was für uns eine Sensation war, wie es für euch jetzt hier, da rutscht was auf einem grünen Stück im Kreis, ist für uns eine kleine Sensation gewesen. Also vor allen Dingen, als Axel mich eines Tages runterrief und sagte, schau mal. Und war ich schon ziemlich fasziniert. Das ist also der Stand, an dem wir momentan sind. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch Lust hast, immer nur Formel 1 Autos und Hybrid Aries und dann neue Ideen. Ja, weil mir immer wieder neue Ideen kommen, habe ich natürlich auch Lust, die umzusetzen. Und jetzt fehlt uns doch die Power und hier ist noch ein Problem in der Kurve. Deswegen hätte ich sonst auch schon Spurwechsel vorführen können. Aber da habe ich auch schon Lösungen, die dann später mal, wenn das vorführbar ist, vielleicht auch weitergegeben werden können. Die Formel 1 würde am Ende über circa 3 Millionen Leiterbahnen, die über die Strecke verteilt sind, die zig Ampere Leistung abkönnen müssen, irgendwie dann zu einem Rennen geführt werden. 22 Autos sollen über einen 20 Meter langen Rundkurs ein Formel 1 Rennen dynamisch fahren, das heißt Überholmanöver machen und das nicht bei jedem Rennen gleich. Das ist eine Herausforderung, weil für jede Koordinate müssen diverse Mikrocontroller eine Position, eine Geschwindigkeit und eine Zeit, wann das Auto da sein muss, berechnen und ich muss das mit der Steuerungssoftware irgendwie vorgeben und auch gleichzeitig kontrollieren. Das war jetzt ein äußerst komplizierter Satz, aber es soll eigentlich nur zeigen, das wird noch sehr schwierig. Ich würde sagen, Formel 1 Monaco in einem Jahr fertig, 55% Wahrscheinlichkeit, drückt uns die Daumen. So, hier gibt es einen neuen Raum und zwar sieht man da noch Italien, da ist Rom, da kommt Frankreich hin, großer Banddurchbruch kommt dann noch. Was ist zwischen Frankreich und Italien? Monaco. Und genau daran werden wir demnächst anfangen zu bauen. Was für mich auch bedeutet, technisch gesehen muss die Formel 1 langsam mal in den Endspurt gehen. Das haben wir auch losgelegt. Wir haben neue Platinen vorbereitet, können also momentan nichts Technisches zeigen, hoffen aber, dass wir mit den neuen Steuerungsplatinen und auch den Fahrstreckenplatinen, sagen wir mal, auf 60% Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, kommen. So, ich bin jetzt hier bei Axel. Axel ist gerade mäßig gelaunt. Das kann ich verstehen, weil wir haben hier einen Motorschaden, könnte man sagen. Denn den Motor habe ich hier in der Hand und den Ersatzmotor auch. Und dann gibt es sogar noch einen Ersatzmotor des Ersatzmotors und alle sind kaputt gegangen heute. Ist Pech, passiert uns häufiger, weil das ist einfach Testphase. Und wir arbeiten mit sehr hohen Strömen, sehr viel Wärmeentwicklung und da kann sowas passieren. Aber wir können mit dem Auto zumindest mal ein kleines Stück fahren. Zack. Und hier sieht man, das Auto springt so ein bisschen. Da hat Axel fast eine Woche den Fehler gesucht, um dann sagen zu können, mein Fehler. Aber wir müssen nämlich hier am Computer viel sitzen. Wir wollen nämlich auch lieber bauen, weil wir die Strecke anfangen wollen zu bauen. Und die Strecke wird eine 21 Meter lange Elektroplatine sozusagen mit diesen ganzen Leiterbahnen drauf. Und Platinmaterial ist hart.
Und unsere Strecke ist, das ahnt man hier schon, dreidimensional. Es geht hoch und runter. Das heißt, wir müssen diese Elektroplatinen biegen. Und wir wissen noch nicht so ganz genau, wie die sich verhalten. Und das Ziel ist es ja, dass wir das in einzelne Platinen zerlegen und am Ende, nachdem wir ein halbes Jahr diese Platinen kompliziert in drei Dimensionen auf die Anlage gebaut haben und sie technisch funktionieren, wie zwei Tunnelbauer, die von links und rechts loslegen, wollen die in der Mitte sich nicht so treffen, sondern so. Und das ist die Herausforderung, die Nico gerade hat. Er versucht halt, die Strecke so anzupassen, dass das Risiko geringer ist, dass wir durch irgendwelche Biegungen Neigungen kriegen und dass am Ende die Strecke zusammenpasst. Ja. Also du siehst hier das Gelbe, das ist schon alles richtig schön, ganz schön smooth, schön können die da fahren. Aber das ist ja hier gezeichnet, das könnte ich ja im Prinzip mit der Hand malen, wenn das nicht so aufwendig in 3D sein müsste. Aber ob sich das Platinenmaterial nachher wirklich so dann dahin biegen lässt, wie wir es haben wollen, das weiß ich einfach nicht. Wenn wir diesen ersten Test hinter uns haben, dann kümmern wir uns um eine Ideallinie. Die wollen wir nämlich tatsächlich im 3D-Bereich schon reinsetzen, weil es dann perfekt ist, dass wir sie versuchen, da reinzuzeichnen. Ja. Wir haben da schon ordentlich Videos geguckt mit Rennfahrerfahrung, die bei uns vorhanden ist. Versuchen wir, die perfekte Ideallinie zu bauen. Und dann, wenn wir die haben, erst dann wollen wir das auf zwei Dimensionen runterbrechen, um dann wirklich die Leiterbahnen da einzuzeichnen. Das wird aber noch viel Arbeit. Los geht's. Ja, du kommst gerade richtig. Ich fange gerade an zu testen. Ich weiß noch nicht, was passiert. Ich halt aber das fühlt sich ja schon mal gut an, wenn ich jetzt hier Platz stelle. Ja, dann ist das gekippt. Kannst du es zurückkippen? Und ich kann es ein bisschen. Ja, super einfach. Hammer. Super, es klappt. Und das ist die dicke, ne? Das ist, ja. Ja, die ist stabil. Wir schaffen es. Gentlemen, start your engine. Das Auto fährt eine Runde. Mit Bremsen vor der Kurve, mit Spurwechseln hier. Es sind wirre Parameter, die unserem Test einfach nur dienen. Fährt wieder um die Kurve. Das heißt, wir haben eine Runde mit Spurwechsel gefahren. Aber jetzt mehr zum Thema Sound. Sound Engines, da lädt man einen Grundsound rein und kann mit dem dann spielen. Das ist synthetisch, das gefällt mir natürlich nicht so gut, aber gar nicht so schlecht von den Lösungen. Sven, zeig uns das gleich mal. Da hast du jetzt was für einen Sound eigentlich als Grund genommen? Der Grundsound ist im Prinzip der Sound, den wir jetzt vorhin im Spiel aufgezeichnet haben. Aus dem Spiel rausgenommen. Genau, okay. Das ist im Prinzip so ein Beschleunigungssound. Und dann schaltet er die sechs Gänge durch. Ja. Und du suchst dir einen Teil raus. Und da suche ich mir einen Teil raus. Das wird halt hier so ein bisschen grafisch dargestellt. Das ist, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und dann hast du einen Sound, den du verstellen kannst, wie du möchtest. Hier kann man noch ein bisschen an den Kurven rumspielen, rauf, runter, links, rechts, damit die Abstufen ein bisschen feiner sind. Und das Ganze kannst du dir dann in so einen Simulator reinlegen und dann selber halt bremsen, schneller. Hier ist jetzt gerade ein bisschen... Schaltet der schon? Der schaltet. Ja, synthetische Sounds klingen nicht so gut. Die lieben uns auch nicht so sehr. Wir wollen es in echt haben. Das heißt, wir haben mit Dosen geübt. Oh, Motor. Läuft schon wieder nicht, das Ding, ne? Kann nicht sein, ey. Neuen Motor, nimm mal einen 8-Zylinder. Motorwechsel ans Ende. So sind die Regeln. So. Pole Position rausgeholt. Hau ab. Ich würde mal sagen, wir sind soweit. Um Gottes Willen. Wir nutzen die Zeit, um diese Strecke überhaupt erstmal zu kreieren. Die muss am Computer in Programm geroutet werden. Und das sind so komplexe Leiterbahnen. Man muss sich vorstellen, wir sitzen da und ist eine einzige Leiterbahn falsch, dann war's das. Und dann haben wir wieder ein Delay von ungefähr 3 Monaten, was wir uns nicht leisten können. Das heißt, wir sind gerade alle sehr angespannt und nervös und zeichnen und kontrollieren Tag ein, Tag aus diese 21 Meter lange Strecke, wo wir hoffen, dass wir schon nächstes Mal das erste Teil in der Hand haben können. Da sind weit über 1000 Bauteile drauf und du brauchst fast 1,5 Tage, um die zu bestücken. Und das ist echt anstrengend.
warum die Kommunikation mit Sascha über dieses Thema so, ich sag mal, delikat ist, ist, schaut euch mal an, was das für eine Geduld bedeutet, so eine Platine neu zu bestücken. Viel Spaß. Gar nicht so lange gedauert. Wir haben jetzt so die ersten 6-7 Autos fertig und die zeige ich euch mal bei Jens. Ich bin nämlich genauso stolz wie er auf die Dinger. Ne? Ich habe mir immer mal gewünscht, dass du den Ferrari baust. Den hat er dann auch irgendwann gebaut, aber ihm mir gleich so gegeben, dass ich den Deckel nicht abnehmen kann, weil er wusste. Jedes Mal kriege ich das Auto zurück und dann fehlt die Hälfte und deswegen ist der hier mit Kindersicherung versehen. Aber hier, guck mal, den Red Bull, den. Den sind wir sogar auch schon gefahren. Der hat nämlich drehende Hinterräder, was eine echte Herausforderung ist, weil wir haben Magnetfelder, die ganz homogen sind. Und sobald ein Rad nachher irgendwie ein bisschen Staub hat und bremst, ist ja bei Magnetfeldern ist nur Luft dazwischen, könnte sich das Auto drehen und entgleisen. Deswegen sind wir immer noch sehr intensiv am Experimentieren mit den drehenden Rädern, aber der hat schon welche. Man kann insgesamt sagen, der Autobau. Also du stehst Gewehr bei Fuß, ne? Du wartest eigentlich nur darauf, dass wir sagen, jetzt bauen wir endlich mal alle, weil wir es immer noch nicht genau wissen. Ungefähr von jetzt geht's los zu hier hast du das Auto, dauert ungefähr einen Monat. Bei der Formel 1 warten wir auf die Platinen aus China. Die müssten nächste oder übernächste Woche kommen. Und es ist uns signalisiert worden, dass es wohl gut aussieht. Da sind wir ganz heiß drauf. Aber das heißt ja nicht, dass das Einzige ist, was wir gerade machen. Wir haben ja noch so diese Ideen neu geboren. Mit der Kamera-Live-Übertragung. Das kennt ihr jeder aus dem Fernsehen. Klar, da muss irgendwie, kriegt ihr die Fernsehbilder, die sind geschnitten von vielen, vielen Kameras. Und die müssen geschnitten werden, je nachdem, was das Rennen gerade so für Perspektiven bietet. Das machen in der Regel Menschen, und zwar mehrere, die dann sich absprechen oder wie auch immer. Würden wir gerne, weil wir dann das wahrscheinlich fantastischste Ergebnis hätten. Aber wir streifen zu den Sternen und sagen, das kriegen wir vollautomatisch hin. Daniel hat jetzt die Aufgabe, diese hochauflösenden Kameras, das sind viele Streams, die da ankommen, das erstmal datenmengenmäßig zu verwalten, auch das Netzwerk dafür zu planen, dass das geht und dann diese Regieanwendungen umzuwandeln. Und ich würde einfach mal sagen, ich habe jetzt genug geredet, jetzt bist du mal dran. Ja. Wie weit bist du denn? Ich bin relativ weit. Unser erster Schritt bestand darin, meinen Lasttest zu fahren, sprich wie viele Kamerastreams, Livestreams kann man eigentlich in so einen Rechner reinpumpen, ohne dass der zusammenbricht. Da sind wir bei 22 angekommen, HD-Streams, die so ein Rechner verkraftet und konnten damit dem Wunsch von Gerrit durchaus gerecht werden. Ich bin super gespannt. Und Einblendungen? Ja. Da schicke ich dir in der neuesten Version übrigens auch schon Fahrernamen und so weiter, da musst du nicht selbst dir was ausdenken. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben hier die Formel 1 typischen Einblendungen. Gelbe Flagge, Gerrit Braun hat sie offenbar gerade verursacht. Das zeigen wir auch gerne in einer Wiederholung. Das ist so dieses Formel 1 typische Layout. Super. Gut, dann würde ich sagen, wir sind hier auf dem besten Wege. Ich freue mich total, das irgendwann natürlich eine echte Anlage zu sehen, aber das hier macht schon echt Vorfreude. Genauso groß ist meine Vorfreude, dass wir nächste Woche aus China die ersten 4 dann hoffentlich funktionierenden Straßenplatinen kriegen sollen. Ja, nach 20 Jahren Miniatur Wunderland ist es nicht leicht, mich zu überraschen, aber euch ist es geglückt, denn euch ist Daniel, Sönke und Schuh. Die drei haben über Nacht aus Modellbauresten eine Formel 1 Teststrecke gebastelt, kann man sagen. So habe ich es nämlich morgens genannt. Was habt ihr denn da gebastelt? Und dachte, na gut, lass sie spielen, die Kinder. Aber ich sehe die Ernsthaftigkeit mittlerweile und vor allen Dingen, wie doll uns das weiterhilft. Absolut. Wir haben jetzt eine Testplatte gebaut, die deutlich größer ist als die erste Variante. Wir haben jetzt 9 Kameras installiert. Wir haben sehr viele Häuser aufgebaut. Wir haben mit den Bäumen und den Fahrbahnmarkierungen jetzt auch Farbakzente gesetzt und können auf diese Weise herausfinden, welche Qualität an Bildern können wir denn generieren. Das war für uns jetzt der wichtigste Aspekt hier bei diesen ganzen Geschichten. Und wir wollten auch mal längere Geraden haben, wir wollten Kurven haben, indem wir mal schauen können, was passiert denn, wenn so ein Auto auf eine Kamera zufährt? Was passiert, wenn ein Auto um die Kurve fährt? Wie können wir das mit den Kameras festhalten? Und das hat uns diese Testplatte sehr, sehr gut beantworten können. Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, ich wünsche mir, dass im Computer
die 24 Formel 1 Autos eigene Prozesse sind. Also wie eigene Fahrer, die ihre Intelligenz haben, ihre Skills, heute mal ausgeschlafen oder nicht, und im Computer wirklich gegeneinander fahren. Und dass es keinen Master gibt, der sozusagen alles vorgibt, sondern dass sich daraus ein immer abwechslungsreiches und neues Rennen ergibt. Und am Ende sich eventuell sogar Überholsituationen ergeben, die man so gar nicht vermutet hätte, aber trotzdem, dass sie realistisch sind. Bevor ich diese Überholmanöver beginnen kann, was eigentlich der letzte fehlende Schritt ist, muss ich es aber schaffen, dass die Fahrzeuge sauber hintereinander herfahren, den Bremspunkt vor jeder Kurve perfekt finden, sich nicht hinten drauf fahren, aber trotzdem so gut wie keinen Sicherheitsabstand halten. Das ist unheimlich langwierig, nervt mich auch mittlerweile, aber immerhin kann ich schon. Ich kann in die Boxengasse fahren, ich kann Startaufstellung fahren, ich kann Einführungsrunde fahren, Auslaufrunde, ich kann zwischen Formel E und Formel 1 hin und her wechseln, ich kann wirklich mit Höchstgeschwindigkeit hintereinander herfahren, das Videosystem ansteuern, das Soundsystem ansteuern, das ist alles fertig. Es fehlt nur der letzte Crash, den ich immer noch nicht finde, und dann kann ich endlich überholen. Ich hoffe, dass ich das in 5-6 Monaten, das wird so lange dauern, hinbekomme. Und jetzt kommt der Running Gag oder die Never-Ending Story. Und ich hoffe auch, dass in der nächsten Folge, das habe ich letztes Mal auch gesagt, ich euch das schwarze Gold präsentieren kann, nämlich die erste Straßenplatine, die wir hier einbauen. Die Chinesen haben es aufgegeben, weil sie es einfach technisch nicht für realisierbar halten. Wir haben dadurch ein paar Kleinigkeiten noch geändert, sind zu unserem deutschen Hersteller zurück, der auch unsere Testanlage gebaut hat. Der hat gesagt, mit diesen Änderungen könnte das klappen. Wir haben den Anruf bekommen, sorry, es hat nicht geklappt. Es gab beim letzten Arbeitsschritt, war die Information, gab es ein Problem mit der Kupferauflage und dem Verschmelzen der Layer. Aber er ist sich ziemlich sicher, dass es bis dahin alles einwandfrei war und dass dieser letzte Arbeitsschritt durch eine taktische Änderung auch fehlerfrei machbar ist. Nur leider erst in 4 Wochen. Das heißt, der Running Gag geht weiter. Ich hoffe, dass ich euch nächste Folge die ersten Platinen präsentieren kann. Die schon oft zusehen, die warten jetzt darauf, dass ich große schwarze Straßenplatinen hier ganz stolz in die Kamera zeige. Nein, sie sind immer noch nicht da. Nachdem der chinesische Hersteller aufgegeben hat, hat jetzt auch der deutsche Hersteller Probleme. Das war der letzte Arbeitgang, wo noch Löcher reingefräst werden mussten, wo sie sich einfach in der Frästiefe geirrt haben. Und sie sind absolut zuversichtlich, dass sie uns Ende Juli endlich die ersten Platinen liefern können. Wir können es nicht mehr erwarten, weil auch die Nervosität doch steigt, dass man irgendwie 6 Jahre lang umsonst arbeitet, wenn nachher am Ende die Technik nicht herstellbar ist. Dann war die Vision vielleicht schön, aber nicht gut. Das hoffen wir, wird es nicht so sein. Ich habe dafür umso mehr Zeit bekommen, hier die Software langsam voranzubringen. Und während ich hier gerade geredet habe, ist was sehr Seltenes passiert, was mich gerade selbst fasziniert. Der Grüne hat überholt. Denn ich bin dabei, die ersten Überholmanöver zu beginnen. Der Blaue hat sogar auch überholt. Und da programmiere ich jetzt alleine an diesem Versuch, realistische Überholmanöver hinzukriegen, schon über ein Jahr. Und dann habe ich noch ein ganz großes Problem. Und da arbeite ich auch gerade intensiv. Ihr kriegt sozusagen genau gerade eher ein Update, was alles noch nicht funktioniert. Ihr seht natürlich, da funktioniert auch schon was, aber wo ich noch mit kämpfe. Ich kämpfe nämlich damit, wann gibt das überholte Auto auf. Und das ist ein Riesenproblem. Der will ja nicht aufgeben. Der hat in meiner Software erstmal beigebracht, lieber tot als Zweiter oder der Zweite ist der Beste, ist nur der Beste der Verlierer oder wie auch immer. Das hat er beigebracht bekommen und das versucht er auf Teufel komm raus zu verhindern. Aber er muss ja irgendwann mal aufgeben, denn das sieht man hier auch in vielen Szenen. Wenn er das zu spät tut, muss er eine Vollbremsung machen, dann steht er und dann ist das für ihn doof. Das heißt, es klingt so simpel nach dem Motto, ja, dann bremst er einfach ein bisschen eher, fahr ein bisschen langsamer, lass ihn rein, machen wir ja alle täglich im Straßenverkehr, hoffentlich. Ist nicht so einfach. Ich kämpfe damit auch schon seit Wochen, es herauszukriegen, wann ist der Zeitpunkt aufzugeben und wie mache ich das am besten, mich so einzujustieren, weil ich ja auch nicht ganz genau weiß, was der andere tut, dass der genau vor mir reinzieht und ich nicht nochmal bremsen muss, weil ich da mich verschätzt habe. Aber das sind Sachen, die sind wenigstens nicht überlebenswichtig. Ich sag mal so, wenn ich 20 Autos das erlaube und dann also ein bisschen halt dynamisch auch, was die hier schon so ein bisschen zeigen, dann könnte ich schon mal eröffnen und ihr würdet mir zumindest nicht aufs Dach steigen. Aber man will es ja perfekt haben. So, wir sind jetzt bei Stefan im Büro. Stefan kennt ihr noch nicht, aber ich kenne ihn schon seit über 2 Jahren, denn er ist als Verstärkung eigentlich für unter anderem für die Formel 1, aber auch allgemein so für unsere Elektronikentwicklung reingekommen. Und du bist an der Ortung dran. Und ich würde einfach mal sagen, das kann er viel besser erzählen als ich. Du hast ja vorhin auch schon erzählt, dass hier beim letzten Schritt auf von den Leiterplatten schon Probleme aufgetreten sind. Und diese Probleme waren einfach genau das, was ich eigentlich hier für mein Auto brauche. Nämlich diese Bohrungen hier, die ihr hier seht, die wurden zu tief gefräst. Da kommen jetzt ja die kleinen Ortungsplatinen rein. Das klingt so kleine, süße Platinchen. Genau, wir haben hier so kleine Slave-Platinen, habe ich die jetzt so schön genannt. Die haben einfach 4 Heilsensoren drauf. Und was sind Heilsensoren eigentlich? Die detektieren einfach ein Magnetfeld. Und wir arbeiten hier mit ganz vielen Magnetfeldern.
einerseits die Straße, die ein Magnetfeld erzeugt, um uns dieses kleine Auto hier vorwärts zu bewegen. Andererseits das Auto mit dem Gegenmagnetfeld unten dran, das sozusagen oben drüber sich bewegt. Das Magnetfeld des Autos ist ungefähr 10, 20 mal so stark wie das der Straße und somit sind die Störungen in der Straße auf jeden Fall ziemlich gering in der Hinsicht. Und ich erkenne Auto auf jeden Fall dieses Auto. Das heißt, mehrere tausend kleine Platinen, die mit Flachbandkabel ausgestattet werden müssen, gehen dann auf die Gegenstecker da auf deiner Masterplatine. Masterplatine, genau. Dafür. Die wieder im Huckepack ja auf unserer Steuerplatine von Axel sitzen wird, ne? Genau. Diese wird Huckepack hier drauf sitzen. Und dann versuchen zu erkennen, wo ist dieses Auto. 80. Folge, ein rundes Jubiläum. Deswegen zeigen wir euch als erstes als Rückblick Folge 1 bis 79 in voller Länge. Nein. Für diejenigen, die noch nicht so oft Gerrits Tagebuch geschaut haben, wir versuchen hier seit 6 Jahren im Monaco-Abschnitt auf 21 Meter Länge mit Höhenunterschieden ein ganz realistisches Formel-1-Rennen zu zeigen. Mit Überholmanövern, wo kein Rennen dem anderen gleicht, mit Sound und Live-Übertragung über kleine Videoscreens hier, wie bei der echten Formel 1. 6 Jahre jetzt schon. Und als Running Gag war ja eigentlich immer so gar nicht gewollt, aber es ist so entstanden. Ich zeige euch vielleicht nächstes Mal die ersten fertigen Straßenplatinen, wo wir halt große Probleme hatten, seit über 2 Jahren schon einen Hersteller zu finden, der sie uns herstellt. Und 2 Stück sind da. Und sie sind eingebaut. Und ich werde sie gleich mit euch testen. Um mal so die emotionale Wichtigkeit dieses Momentes für uns nochmal sozusagen aufzuzeigen ist, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Wir haben vor 6 Jahren eine Idee gehabt, dann haben Axel und ich 2 Jahre im stillen Kämmerchen ausprobiert, dann hatten wir den ersten Kreistest, das war so gefühlt nach 2 Jahren und gesagt, was könnte klappen? Dann haben wir vor über 3 Jahren hinten gesessen und haben überlegt, wie kriegen wir denn diese Steuerplatine, die Straße ist ja die Steuerplatine, gebogen und auf 21 Meter Länge und waren ganz zuversichtlich, alles klar, wir haben's. Jetzt muss nur noch ein Hersteller uns das herstellen, haben Anfragen gemacht, ja, kein Problem, das sind ja 6 Lagen, ja, kein Problem, machen wir täglich, kriegt ihr. Und dann haben wir gedacht, dass wir schon vor über 2 Jahren hier diese Strecke eingebaut bekommen und dann eigentlich dann erst wissen, ob es funktioniert oder nicht, aber es dann natürlich testen. Dann gab es die Probleme, dass der erste Hersteller sagte, kriegen wir nicht hin. Der zweite chinesische Hersteller in dem Fall, eigentlich Marktführer fast in dem Bereich, haben nach einem Jahr aufgegeben. Der deutsche Hersteller, das habt ihr nicht so mitbekommen, das habe ich nämlich gar nicht verraten, hat auch im Sommer gesagt, wir wissen gar nicht, ob wir das hinbekommen. Aber sie haben es hinbekommen. Ganz viel Handarbeit, das haben wir auch nicht erwartet. Deswegen kriegen wir jetzt momentan gefühlt alle 4 Wochen eine Platine. Wir hoffen, dass das noch schneller geht, weil wir haben noch insgesamt 22, die noch fehlen. Aber wir haben hier 2 Platinen, mit denen wir testen können. Die sind eingebaut, sie sind verkabelt, sieht fett aus unter der Anlage. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie es am Ende aussehen wird, wenn hier 24 Platinen eingebaut sind. Und jetzt kommt der Moment, wo ich auch das erste Mal so richtig live ausprobieren kann, ob das mit meiner Software eigentlich auch funktioniert. Dafür muss ich dem Programm erstmal beibringen, wo exakt die Autos jetzt hier stehen. Also stellen wir Auto 1 genau dahin. Stellen wir Auto 2 genau hierhin. Ich höre übrigens ein ganz kleines Zuckgeräusch, was mir bestätigt, ob ich richtig liege oder nicht. So, jetzt kommt als letztes noch die Dixie-Toilette, hier das Safety Car. Zack, weil ich einfach erst 3 Autos fertig habe, aber ich will mit 4 fahren, weil 3 kann jeder. So, dann wollen wir mal gucken. Ich bin soweit. Ich habe alles auf Test gestellt. Die stehen richtig. Hier auf der Start-Zielgerade, hier ist die Streckenführung. Alles ist überprüft. Dann bin ich soweit und ich... Wie oft habe ich geträumt, das mal sagen zu können? Gentlemen, start your engine. Tsch. Ja, das ist für mich echt ein ganz besonderer Moment nach so vielen Jahren und es macht so viel Vorfreude auf das, was jetzt als nächstes kommen wird. Ja, die 3. Platine hoffentlich bald. Und je mehr Platine ich habe, desto eher kann ich es vielleicht auch das erste Mal sehen, dass hier auf der Zielgeraden ein Auto überholt. Oder ein Start fahren mit 20 Autos. Ich freue mich wahnsinnig drauf, weil die Steuerungssoftware kann diese Sachen schon teilweise. Und wir müssen irgendwann mal testen, ob denn vom Strom her, das ist auch eine große Herausforderung, weil das ist eine sehr hohe Spannung, die benötigt wird und eine sehr hohe Stromstärke,
um diese Autos so mit dem Magnetfeld zu versorgen. Ob das denn überhaupt so ohne weiteres funktioniert, von der Wärme her, von der Belastbarkeit und auch von den Sicherheitsaspekten her, wobei wir uns da ganz viele Gedanken gemacht haben, das sollte überhaupt kein Problem sein, aber es muss getestet werden und ich freue mich tierisch drauf. Und wenn jetzt keine Rückschläge mehr kommen, dann wage ich das erste Mal in 6 Jahren Miniatur Wunderland versucht Formel 1 zu realisieren, Geschichte zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende so klappt, wie wir es uns vorgenommen haben, könnte über 50% liegen. Ich komme fleißig voran. Ich hatte nämlich eine kleine Corona-Infektion, weil mein Sohn mir das geschenkt hat. Die habe ich genutzt, eine Woche Quarantäne. Ich glaube, es waren in der Woche über 100 Programmierstunden in der Isolation. Durchbruch geschafft, die Autos überholen jetzt sauber. Das Einzige, was sie noch nicht können, ist aufzugeben. Die Überholten geben auf, aber die Überholenden, die raffen das noch nicht, wenn es einfach keinen Sinn macht. Die wollen immer noch mit der Brechstange in die Kurve. Das sind noch mal so insgesamt 500 Programmierstunden. Aber ihr seht ja im Hintergrund schon ein paar Impressionen, dass da schon hier und da ganz nette Manöver dabei sind. Wir können Safety-Car-Phase fahren und mit allem Reglement, wer darf das Safety-Car überholen und wer nicht. Wir können Startaufstellung fahren. Es ist sozusagen softwareseitig der Endspurt da, dass wir da fast fertig sind. Fehlt nur noch so eine kleine Anlage. Man sieht Axel und Gerrit hier stehen, einen Computer, der zwar fettes Achtung schmeißt. Wir stehen in Monaco, es könnte sich was getan haben. Ja, hat es sich. Ja, wer Gerrits Tagebuch häufiger geschaut hat, war ein großes Problem. Kein Hersteller weltweit hat es irgendwie geschafft, uns diese Platinen mit unseren Anforderungen herzustellen, weil die auch ein bisschen verrückt sind. Also automatische Prüfungsroutinen haben da alle gesagt, Fehler, Kurzschluss. Eine Firma hat nachhaltig an uns geglaubt und ließ sich immer wieder motivieren. Das ist B&B Leiterplatten. Und bei euch möchte ich mich ganz fett bedanken, dass ihr nicht aufgegeben habt. Und ihr seht mein Grinsen. Warum? Letztes Mal hatten wir 3 Platinen. Heute haben wir alle. Es ist in den letzten Wochen teilweise täglich ein Paket gekommen mit einer neuen Platine drin, weil der Bogen herausgefunden wurde. Und jetzt haben wir das weiße Gold hier und werden es gleich testen. Vorher, damit das getestet werden kann, müssen Tausende von Steckern gelötet werden. Es muss alles verkabelt werden. Es muss geprüft werden. Da ist Stefan Granz intensiv dabei. Sascha, Kenny und das ganze E-Ecken-Team verkabelt, weil es sieht verrückt aus unter der Anlage. Schaut euch mal an, was in den letzten Wochen hier los war. Hat uns jetzt die Strecke bis kurz hinters Casino übergeben, sag ich mal so, und sind der Meinung, dass das ihrerseits funktioniert. Und jetzt ist es an uns. Und wir haben gesagt, nee, ein Auto geben wir dafür noch nicht her. Das testen wir gleich. Erstmal lassen wir hier den Supersonic laufen. Mal gucken. Willst du ihn draufstellen? Auf welchen Sektor? In die Mitte. Mitte, 3. Jo. Ja. Alles klar, zurück, passt. Vor macht er auch. Mit Verzögerung. Links. Ja, ich habe es vielleicht nicht ganz genau angesagt. Links. Ja. Okay, wir haben Strom. Was sagt man jetzt beim Sonic? Ich würde sagen, Sega Mega Drive. Geht los. Ne. Yes. Axel, cool. Ey, super geil. So, jetzt Hammer. Sind wir Autos. Also wir haben fest damit gerechnet, dass es nicht beim ersten Mal funktioniert. Und wir wussten auch schon, dass die ersten 3 jetzt funktionieren, weil die hatten ja letztes Mal nicht funktioniert. Aber dass der jetzt beim ersten Versuch, ich bin es gewohnt, man muss das 3-mal oder 5-mal machen. Ey, genial. Jetzt kommen Autos. So, dann wollen wir hoffen. Ja.
Ja, hat auch was. Axel, der ist gefahren. Zoom stimmt. Okay. Versuchen wir es. Und los. Der überholt. Nein, er ist hängen geblieben. Schade. So, das war jetzt. Das war super cool. Es sind 4 Autos gefahren. Einer ist bis ins Ziel gefahren. Der eine hätte beinahe den anderen überholt. Aber trotzdem gab es natürlich Fehler. Technisch funktionieren die Platinen. Technisch funktioniert das Auto. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich habe weiterhin, ich muss das nochmal sagen, keine Ahnung, ob wir das jemals zum Erfolg bringen, das Projekt. Aber Licht und Schatten wieder heute. Aber im Endeffekt, wir haben die Platinen. Es fahren hier Autos. Mit Sound klappt sogar einigermaßen. Wenn alles gut läuft, seht ihr in der nächsten Folge die erste ganze Runde nach 8 Jahren. Ja! Oh. Geil, es läuft, es sieht auch gut aus. Ah. Das war's. Das war's. Geil, mega. So. War nicht schön, weil der Ferrari überbremst hat. Das ist mein Fehler, den werde ich noch finden. Erstes Überholmanöver, live on tape sozusagen. Ich freue mich sehr, auch wenn der Weg noch steinig ist. Und ich muss es hier nochmal betonen, wir haben in den letzten Wochen so viele Probleme, auch tatsächlich noch mit den Platinen. Auch wenn sie alle da sind, warten wir auf 3 neue, die defekt sind. Haben hier alleine heute einen Defekt festgestellt. Der Weg ist noch super, super weit und steinig. So weit, dass ich auch heute noch nicht weiß, ob es jemals Formel 1 in Monaco fertig im Dauerbetrieb geben wird. Wir kämpfen dafür. Selbst wenn es nicht, waren es 8 unterhaltsame Jahre oder 9 oder 10, wann auch immer wir dann aufgegeben haben werden. Aber noch geben wir nicht auf, weil solche Sachen wie jetzt eben gerade, die machen optimistisch und die machen Vorfreude. Also ich habe einmal Stopp und wieder. Am Anfang, wo bist du? Ja, da fahre ich dich schön los. Anfang kann ich noch nicht so perfekt. Yes! Ja. Jetzt ist es aber. Ja, großer Feiertag für uns, aber nach der Party ist vor der Party. Das heißt, jetzt kommt der Fleiß für die zweite ganze Runde. Für viele Runden hintereinander. Für mit vielen Autos viele Runden hintereinander fahren und dann irgendwann auf der Zielgeraden ankommen und ein ganzes Rennen im Vollbetrieb automatisch fahren. Der Weg ist noch steinig. Wir haben hier noch ganz viele Fehlerchen und die suchen wir weiter. Wir haben in den letzten Tagen schon einige gefunden und sind dabei. Da ist er gesprungen kurz. Sehr viel weit. Gut schaffen. Ich würde mal sagen, ich gebe mal ein bisschen Gas, ne? So, ich halte ihn mal an. Es ist ja für uns immerhin schon, das ist der Riesenfortschritt, völlig normal, dass wir jetzt die zweite oder dritte Runde fahren.
Wir haben auch schon den Rekord mittlerweile geschafft. Mit der Dixie-Toilette sind wir 56 Runden gefahren, ohne Fehler. Also es geht voran, aber ich schätze mal, 20 Sektoren von 1400 haben noch irgendein Problem. Und das versuchen wir halt zu lösen. Es sind auch Softwareprobleme noch, weil das Ganze ja jetzt erst sozusagen nach vielen, vielen Jahren Arbeiten zusammenkommt und man jetzt ein bisschen länger mal im Kreis fährt. Und dann kommen natürlich auch mal Situationen, die man vorher so nicht auf der Rechnung hatte. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Nico Rosberg, ehemaliger Formel-1-Weltmeister und Einwohner Monacos, kommt zu uns zu Besuch als Markenbotschafter von NBW, mit denen wir zusammen den ersten großen Ladepark hier im Miniaturwunderland eröffnet haben. Und es war natürlich klar, der ist Formel-1-Weltmeister. Der, also hoffentlich kann ich den glücklich machen. Aber da sich das nicht schneiden lässt, selbst für den besten Cutter auf der Welt, der hier hintersteht und mir zustimmt, zeigen wir es einfach mal ungeschnitten. Und wer Nico Rosberg aus seinen Blogs kennt, genauso emotional, wie es wirklich war. Viel Spaß. Ja, und hier ist jetzt der Haupteingang zu mir. Wow, das ist really cool. Da ist gar keiner da. Wow, das ist ja Wahnsinn, sag mal. Was ist das denn? Ja, es ist, das ist ja der Wahnsinn. Kann ich noch mal Handy haben? Bitte? Wow, incredible. So the whole of Monaco during Grand Prix weekend. Everything exactly accurate. My friend lives there. And that's where I went. Where's my school? My school is there. That's where I went to school. That's my Klassenzimmer. That's my classroom. Right there. That was mathematics class. And paddock was, that's where I crossed the finish line. Unbelievable, look at that. Wir sind jetzt im Rennmodus schon. What the hell? Das ist ja insane. Guck mal, die beschleunigen sogar. Die beschleunigen. Ja. Und wenn jetzt alles klappt. Und bremsen. Wir sind gerade alle gleich eingestellt. That's insane. Das ist ein bisschen geregelter Zufall und jedes Auto hat im Rechner. Sag mal, wie genial ist das denn bitte? Okay, das muss ich jetzt erstmal mitnehmen, danke. Wie genial ist das denn bitte? Das müssen wir jetzt sehen. Guck mal dann auch noch. Ah, die Kamera ist gekippt, sowas. Wie ultimativ genial ist das denn? Ohne. Jetzt kommen sie gleich raus. Ohne Rails. Insane. Das war jetzt aber krass. So ein Triple-Überholmanöver. Habe ich selbst noch nie gesehen. Echt? Nee. Weil sie haben alle ihre Skills und ihre. Sie wissen, wie ein Formel-1-Auto funktioniert, im Rechner sozusagen. Ja. Und jeder versucht zu gewinnen. Und dadurch entstehen natürlich Szenen, die relativ realistisch sind. That's insane. Also hier zu überholen, es geht. Das wissen klar, wir. Klar, klar. That's insane. Am Ende zu überholen geht. Ich weiß nicht, ob hier so. Oh, guck mal, der hat es versucht. Versucht. Und nicht vorbeigekommen. Jetzt wird er gleich. Versuchen innen. Sag mal, was ist das? Seid ihr komplett verrückt hier? Es läuft gut gerade. 10 Runden ohne Fehler mit 6 Autos. Ich bin mehr als glücklich, ja. Ey, danke. Dankeschön. Und euch erzähle ich bald mehr. Verspreche ich euch. Ich bin nicht ganz so optimistisch oder erfreut wie bei der letzten Folge noch, weil wir haben sehr, sehr starke Rückschritte erlebt. Aber ich gehe das mal chronologisch durch. Denn das Allerwichtigste vorweg, die Folie ist drauf. Es war gar nicht so ein schlimmer Akt, wie wir befürchtet haben, also diese Folie aufzubringen. Wir hatten mal mit einer ganzen Woche Arbeit gerechnet und es ging doch viel schneller. Was aber auch zu erwähnen ist, danach fuhren die Autos nicht mehr. Nachdem wir die Folie drauf gemacht haben, die waren eigentlich, ich wollte hinschmeißen. Wir waren so frustriert, weil wir keine Alternative dazu kannten. Die weiße Straße weiß zu lassen, das wäre Quatsch gewesen. Farbe da drauf zu pinseln, die reibt sich ab. Also wir waren verzweifelt, bis es einen Moment der Erleuchtung gab. Und das war, dass wir die Fahrzeuge ab einem bestimmten Moment da unten so eine Schutzfolie drunter geklebt haben. Verschiedene Formen haben wir da genommen. Und während des Tests hatten wir da eine andere Folie drunter. Folie auf Folie reagiert elektrostatisch. Als diese Erkenntnis kam, standen wir alle da und meinten, oh nein, es ist so simpel. Seitdem testen wir verschiedenste Unterböden. Also so wie in der Formel 1 auch verschiedene Unterböden getestet werden, ist es auch bei uns. Wir benutzen Metalle, verschiedene ESD-Folien, also antistatische Folien.
keine davon überzeugt uns momentan. Das ist ein 10 Jahre weiter Gang, dass wir das Gefühl haben, Stand jetzt sind alle Softwarefehler, die zu irgendwelchen Stillständen führen, raus. Das heißt, wenn jetzt noch ein Auto stehen bleibt, dann ist es immer, wir nennen es einen Geisterfehler. Das heißt, das Ortungssystem hat nicht vorgewarnt, dass das Auto langsam seine Position verliert. Und weder meine Steuerungssoftware noch unter der Anlage die vielen Mikrocontroller von Axel sagen, dass irgendein Problem herrscht. Keiner meldet ein Problem, Auto bleibt stehen. Das ist sozusagen die große Herausforderung der Stunde, was die Fahrtechnik angeht. Ich habe so eine Liste an Fehlern, da sind wir jetzt bei 7, die wir suchen. Also 7 ernstzunehmende, sagen wir mal Kleinigkeiten, aber 7 ernstzunehmende Sachen, die sehr, sehr selten auftreten. Und diesen Geisterfehler, von dem ich auch in der letzten Folge schon mal berichtet habe, der taucht nur noch sehr selten auf. Das heißt, die Geisterfehler, die wir lange dachten, dass sie einfach an der Physik liegen und wir die nicht im Griff haben, Wärme, Reibung oder ähnliches, sind größtenteils keine. Das ist so eigentlich die beste Nachricht der letzten Monate, sondern wir haben ein paar Sachen entdeckt durch das Analysetool, wo einfach Zahlen irgendwie nicht stimmen. Und ich bin raus, sehen kann, ich habe sie richtig gesendet. Axel sucht schon sehr, sehr lange 3 oder 4 von diesen Fehlern und ändert etwas an der Stelle, wo er vermeintlich ist, schickt auch mal eine Fehlermeldung und es verändert sich, was er ist, also an der Stelle unterwegs. Dann geht er ein paar Wochen später, sagt er, Gerrit, wenn du den Fehler jetzt immer noch hast, dann müssen wir es rückgängig machen, dann hat das nicht geholfen und plötzlich ist der Fehler weg. Das ist bei Mikrocontrollern eher mal der Fall, bei PC-Software sehr selten, dass die zum Beispiel die Compiler falsch sind, die das übersetzen in Maschinensprache, dass die Softwarefehler haben. Oder aber, ist auch bekannt, da gibt es so Listen für, jeder Mikrocontroller hat bekannte Bugs, Softwarefehler. Die muss man alle berücksichtigen und vielleicht haben wir hier 9 entdeckt. Wir sind auf jeden Fall bei den 7, 8 Fehlern, die ich auf der Liste habe, bei 4 mittlerweile verzweifelt, weil wir sitzen an Egon, unserem Hauptfehler, sitzen wir mit 3 Programmierern schon dran. Axel hat mal gebeten, hat gesagt, Daniel, Stefan, könnt ihr mir nicht mal über die Schulter gucken? Und dann waren die gleich Feuer und Flamme, hey, wir haben da was. Und ja, und dann dachten wir schon, wir haben ihn, weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und kaum guckt jemand anderes drauf und man erklärt es einer anderen Person, benutzt man andere Worte und findet den Fehler. Dachten wir, aber jetzt ist er wieder da, obwohl er kurz weg war. Das ist das Los von, besonders von Hardware-Programmierung. Da müssen wir durch und wir müssen sie finden. Feststellen können wir jedoch, es wird besser. Also wir sind gestern 803 Fahrzeugrunden, das war mit 8 Autos, also 100 Runden, Rennrunden mit 8 Autos gefahren ohne einen einzigen Fehler. Mit Überholmanövern, Rennsituationen und ähnliches. Das ist ein Ausnahmefall gewesen, aber er war gestern. Es ist nicht vor einem Jahr gewesen, es war gestern. Das macht unheimlich Hoffnung, aber es ist weiter nicht sicher, wie das im Dauerbetrieb funktionieren wird. Die letzte Folge von Gerrits Tagebuch ging um, da ist die Tafel noch Softwarefehler. Dass wir offensichtliche Softwarefehler gesucht haben. Wir waren uns aber ziemlich sicher, dass wenn diese Fehler weg sind, alles super ist. Und jetzt sind diese Fehler, man kann die Liste sehen, fast alle weg. Die da sind, denen sind wir auf der Spur oder sie sind nicht so schlimm. Und die Anlage läuft, man könnte fast sagen, schlechter als vorher. All diese Autos drehen hier momentan ihre Testrunden. Das sind ganz schön viele. Und der Hintergrund ist, dass die unterschiedliche Fahrzeugböden haben, dass die unterschiedliche, also Materialien da haben, dass die unterschiedliche Radkonstellationen haben. Wir haben Räder, die sehr freihängend sind, Räder, die etwas fester sind. Wir haben mit Kugellager, ohne Kugellager. Wir haben mit 4 drehenden Rädern oder nur 2 drehenden Rädern. Wir haben Formel-E-Autos im Vergleich zu Formel-1-Autos. Es sind die verschiedensten Varianten, weil keiner ist herausragend gut. Es gibt welche, die sind herausragend schlecht, aber die sind hier schon gar nicht mehr. Das geben wir dann sofort auf. Die sind eigentlich alle auf einem ähnlichen Niveau. Sie zeigen auch alle das Phänomen, dass sie sehr tagesformabhängig sind. Das heißt, einige fahren heute gut und morgen schlecht. Luftfeuchtigkeit wurde, danke übrigens für eure vielen Kommentare immer, die unter die YouTube und Facebook und so weiter Videos machst. Luftfeuchtigkeit wurde da oft erwähnt. Das stimmt. Bei Magnetfeldern spielt das hier in unserer Anwendungsbeispiel kaum eine Rolle. Aber es, in Bezug auf elektrostatische Aufladung spielt Luftfeuchtigkeit natürlich eine Riesenrolle. Darüber sind wir uns bewusst. Aber sobald wir im Winter gut fahren, ist es im Sommer kein Problem, so könnten wir das mal machen, das sagen. Also das Gute ist, wir testen jetzt im Winter und versuchen es im Winter zum Dauerbetrieb zu kriegen. Da können wir uns ziemlich sicher sein, dass es im Sommer dann auch läuft.
Moin zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Und meine Stimmung ist so ungefähr so, wie ich mich hier gerade bewege, sau nervös. Wir haben nur noch ganz wenige Tage, dann wird das Fürstenpaar von Monaco ihren eigenen Abschnitt hier eröffnen. Und dann soll natürlich auch alles funktionieren. Und für die von euch, die schon dankenswerterweise Ewigkeiten zuschauen, die wissen, dass es 11 Jahre bis hier gedauert hat. Und es war in den 11 Jahren so, ich weiß nicht, habt ihr dran geglaubt, dass wir das schaffen? Wir nicht immer. Aber wir haben es zum Glück dran festgehalten, denn auch wenn ich vor ein paar Monaten noch gesagt habe, zu 70% schaffen wir das, würde ich heute mich zu 95% trauen. Das sind zwar immer noch nicht 100%, deswegen sind wir ja auch so nervös. Also nicht nur wegen des Fürsten-Ehepaars, sondern halt auch, weil wir noch nicht genau wissen, ob wir das so hinbekommen, wie wir es haben wollen. Und ich habe hier ein Zettel. Das ist die To-Do-Liste der wichtigsten Sachen, die ich nicht alleine erledigen kann. Also wo andere Abteilungen oder Menschen mir mithelfen müssen, technische Dinge zu lösen. Der Modellbauer hat auch noch Riesenlisten. Ich habe selber noch eine Riesen-To-Do-Liste für den Endspurt, was die Steuerungssoftware angeht. Aber da ist der Vorteil, vielleicht sieht die sogar nicht jeder. Aber wir wollen ja perfekt sein. Und dann drücken wir uns die Daumen, dass wir das bis zur Eröffnung hinkriegen. Und danach seht ihr Bilder im Anzug. Und was ganz selten ist, mit Krawatte. Weil der Fürst kommt mit der Krawatte. Das heißt, wir alle auch. Bis dann. Drückt uns die Daumen. Danke. Tschüss. Now it's the moment. Gerrit is very, very nervous. Yes, it's an honor to have you here because 11 years ago we had the idea to build a Formula One race. And what's our next section? It's Monaco. So it was a perfect idea to do it here. But then we started to invent the thing. And it took 11 years. So it's a late opening because the modelers were ready for 4 years ago. On the pole position is Princess Gabriella. On the second position, Princess Charlene. On the third position, Prince Albert. And Prince Jacques has to do much pressure to the other ones because he's on the fourth place. So, and good luck. To be honest, at the most moments, I was sure it wouldn't work. Maybe I was wrong. We'll see it in the next minute. 3, 2, 1, 0, start. So, lights on. And it's lights out for the Monaco Grand Prix in miniature. There's only one moment we are frightened about, and this is exactly this at the moment. You know the children game? So Gabriella is in the lead, Princess Gabriella, and Princess Charlene is on the second place. Now they are going in the Mirabeau. The race takes 5 rounds. Princess Gabriella in the lead, followed by Princess Charlene and Prince Albert. Prince Jacques is putting more pressure on it, I see it. And maybe overtaking, no. Maybe on the finish line, we will see an overtaking. Oh, they all four are together in the fight. You see it. Now, I think, yes, changing the lead. Yeah. It was a very aggressive overtaking. So Princess Gabriella is 1.8 seconds behind, and she's putting on more pressure. I see she's coming nearer. So at this moment we are on the final lap. Last time we're coming out of the tunnel, and Princess Charlene is still in the lead, 0.7 seconds behind is Princess Gabriella. She's fighting against Prince Albert on the third position. So, we have a winner. See? Podium. You can see it well there. If somebody would have shown us these pictures
what we saw in this moment, we would have better sleep the last 5 years. Thank you very much. We wish you the best. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Ja, es ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Wie reagiert denn das Publikum? Kommen wir überhaupt noch an die Anlage ran? Und wie machen wir Lautstärke-Einstellungen und sowas? Es ist tatsächlich momentan alles egal. Einfach nur zugucken, einfach nur in die Gesichter gucken und sehen, ja, das ist, glaube ich, uns ganz gut gelungen. Nein, es ist ein Riesenstein, der mir vom Herzen fällt. Ich habe besser geschlafen heute Nacht, weil die letzten Wochen waren doch sehr schlaflos und sehr hoch getaktet. Und ich muss zugeben, das hört man auch ein bisschen an meiner Stimme, witzigerweise nach so einer extremen Stressphase, man merkt es immer erst hinterher, dass man vielleicht auch seinem Körper ein klein bisschen zu viel zugemutet hat. Aber das tröstet alles darüber hinweg, dass man hier einmal auf die Anlage gucken kann, die Autos sehen kann, es funktioniert. Und es begeistert. Und das freut mich sehr. Und deswegen, ich gehe sowieso gleich, glaube ich, früher schlafen als so die letzte Woche. Und werde vielleicht heute einfach mal keine Fehlersuche machen, sondern einfach nur hier stehen und den Leuten zugucken.